Neu bei Pearl TV heißt es jetzt. Und da wird es natürlich mal richtig spannend. Ja, die neuen Produkte, die sind immer heiß begehrt. Und das sind immer richtige TV-Premieren hier. Ja, das haben sie immer noch nicht entdeckt, noch nicht gesehen. Jetzt gibt es das aber für sie zu sehen. Und hier steht schon ein richtiges Technik-Highlight für sie. Toll, multifunktional und vielseitig. Und wir gehen in den Bereich Musik. Und das begeistert uns natürlich alle. Jeder liebt, glaube ich, Musik. Und hier steht so eine richtige Kompaktanlage. Sie haben sie wahrscheinlich schon hier vor uns entdeckt. Und die ist brandneu hier für Sie bei Pearl TV. Ja, und bei dieser Anlage kann man ruhig sagen, da ist das i-Tüpfelchen noch dabei. Alles, was man braucht. Und zwar wir, wenn Sie so ungefähr in meinem Alter sind, wir sind im analogen Zeitalter aufgewachsen. Mit Schallplatte, mit Musikkassette. Dann viel, viel später kam die CD. Das war für uns schon das Nonplusultra. Mittlerweile sind wir im komplett digitalen Zeitalter gelandet. Das heißt, Musik wird heute gespielt über Bluetooth oder natürlich über USB-Stick, über SD-Karte. Und auch beim Radio gibt es diese Wandlung von analog, was immer im Moment noch das Hauptmedium ist, zum Digitalradio. DAB+. So, und alles, was ich jetzt aufgezählt habe, vereinen wir in einer Stereoanlage. Wir können die alten analogen Medien anhören, also Schallplatte, Musikkassette. Wir können analoges Radio hören. Wird auch noch eine ganze Weile bestehen, aber irgendwann ist das weg. Und dann sind wir auch beim Radio, wie wir es im Fernsehen bereits sind, im digitalen Zeitalter. Dann gibt es nur noch DAB+. Auch das ist hier mit integriert in dieser Stereoanlage. Dann natürlich Bluetooth, USB-Stick ist möglich, SD-Karte ist möglich und das alles in einem unglaublich schicken und leistungsstarken, kompakten Gerät hier. Wir haben, wenn wir uns nur mal die Boxen anschauen, Holzbauweise hier, das ist wichtig. Wir haben eine Musikspitzenleistung von bis zu 100 Watt. Auch das ist mal so ein richtiges Ausrufezeichen wert, aber über Musik zu sprechen, finde ich eigentlich immer so ein bisschen trocken und deshalb Musik zu hören, das macht es lebenswert und ich glaube, Musik begleitet uns seit unserer Geburt. Ich glaube, als kleine Kinder haben wir alle irgendwelche Spieluhren in der Wiege liegen gehabt. Stimmt. Haben dann vielleicht irgendwelche Lieder, die wir auch noch mit unserer ersten Liebe verbinden. Und so geht das immer weiter. Man hat immer wieder Lieblingsmusik und vielleicht auch ein paar Schätzchen zu Hause an Platten und an Musikkassetten. Und um die kümmern wir uns jetzt mal zuerst. Ich zeige Ihnen, wie einfach, und ich gehe jetzt mal nach vorne, wie einfach das hier zu bedienen ist. Alles, was ich Ihnen jetzt zeige, geht auch ganz bequem von der Fernbedienung aus. Aber da ich jetzt direkt am Gerät bin, brauche ich natürlich nicht auf die Fernbedienung. Schalten wir ein, machen wir auf die Lautstärke. Was wir als Erstes sehen, ist natürlich die Uhrzeit und der Modus, der gerade eingestellt ist. Und das ist eigentlich unglaublich übersichtlich und einfach. Und wir sehen jetzt Phono-Mode. Das heißt, im Moment ist der Plattenspieler eingestellt. Dann fangen wir doch mit dem auch mal an. Ich habe ein paar Singles von mir mitgebracht. So ein uraltes Lied, was man also, ich habe, glaube, das seit 30 Jahren nicht mehr im Radio gehört. Roy Orbison, She's a Mystery to Me. Gucken wir mal die A-Seite hier. Trying war die B-Seite. Okay, das hätte jetzt auch gar niemand mehr gewusst. Oder Seite 2. Ist es hier, She's a Mystery to Me. Die legen wir jetzt ein. Ich habe hier natürlich auch, wie früher üblich, die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen. Wir Älteren wissen das noch, Singles liefen auf 45 Umdrehungen. Ja, bei Singles war es oftmals das Problem, dass die innen rund waren. Hier hinten haben wir auch noch einen Adapter, dass wir das auf den kleinen Punkt einstellen. So, und jetzt geht eigentlich alles automatisch. Sie sehen, sobald ich den Tonarm rüber mache, läuft auch die Schallplatte los. Und jetzt kann ich es wunderbar, den Arm nach unten machen. Ganz, ganz gefühlvoll. Das war früher auch ganz, ganz wichtig, weil sonst machst du den Tonträger unter Umständen ein bisschen... Ich sag mal, gibst du dem ein bisschen zu viel zu arbeiten. Und wenn wir jetzt genau gezielt haben, guckt, dann gehen wir nach unten und hören Roy Orbison. Mensch, das war noch Musik. Natürlich hat auch die Musik heute ihren Charme, aber ich glaube, das ist einfach, mit was man aufwächst. Und Roy Orbison, ich war früher so ein halber Fan von Roy Orbison, Sie vielleicht auch. Jetzt können wir natürlich auch jederzeit, ich nehme es einfach mal noch mal hoch,
können wir auch jederzeit über diese Programmtasten hier unten können wir wählen, wo wir hinwollen. Tape, das ist natürlich ein Kassettendeck. Und ich habe mal so eine ältere Kassette rausgesucht. Hier, das sehen wir. Das ist hier Starlight Express. Oh, auf Kassette noch. Und schau mal, die legen wir jetzt einfach rein und schon läuft sie los. Ist das irre. Und Kassette, ja, die ganz, ganz Jungen werden Kassetten wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Ne? Das ist ja auch sowas. Ganz, ganz junge Kinder, wenn man denen eine Kassette zeigt, die kennen Kassette überhaupt nicht mehr. Ja, die wissen das gar nicht mehr, was eine Kassette überhaupt ist. Aber hier kann man Kassetten noch abspielen. Das ist so eine richtige multifunktionale Kompaktanlage mit allen Optionen. Also wirklich, um das nochmal darzustellen, man kann die alten Medien abspielen, man kann alle modernen Medien aber auch damit abspielen. Ne? Also das ist wirklich eine für alles. Das ist sensationell. Das ist absolut so, du hast recht. Und man kann die alten analogen Medien sogar noch digitalisieren. Das werde ich Ihnen nachher zeigen, wie einfach das geht. Aber jetzt gehen wir zum ersten Schritt ins digitale Zeitalter. Und das war eindeutig die CD. Machen wir das CD-Fach mal auf. Ich stelle hier unten um. Sie sehen es hier auf CD. Jetzt geht er natürlich erstmal zu, aber jetzt schau mal, jetzt ist Disk eingestellt. Also nochmal aufmachen. Und ich habe mir mal so eine deutsche CD rausgesucht hier. Ja, die ist von der Band Bandgeschwister. Ja, ein bisschen rockiger, aber ich mag das ab und zu. Aber wir hören uns jetzt mal so eine leichte Ballade an. Ja, und zwar, du siehst, er findet sie sofort, startet dann bei Lied Nummer 1. Aber du hast die Bedienung hier ganz einfach, um die Lieder rauszusuchen. Und mal schauen, ob das da auch dein Musikgeschmack ist. Wir gehen jetzt einfach mal ein Stückchen vor. So, guck mal, was schön ruhiges, aber rockmäßiges. Ist natürlich toll, ne? Also auch mal CDs. CDs hat man ja auch noch ganz viele im Schrank, zu Hause zum Beispiel. Und die kann man dann auch hier alle abspielen, ne? Richtig, genau. Und was hier jetzt auch noch schön ist, ich kann auch die Anlage durch den Equalizer an die Musik anpassen. Dafür brauche ich überhaupt kein Musikexperte zu sein, sondern das geht auch. Wenn wir jetzt mal ins Display schauen, hier oben haben wir eine Mode-Taste. Und wenn ich hier jetzt drauf drücke, sehen wir sind jetzt bei Rock. Sehen Sie das? Aber ich kann den Ton auch auf Jazz, wenn ich lieber Jazziges mag. Hier, Flat ist eine allgemeine Einrichtung, aber hier Pop. Oder Klassik dann, ja, und gleich verändert sich die Equalizer-Einstellung und ich habe so für jede Art von Musik die optimale Equalizer-Einstellung, auch wenn ich von Musik ahnungslos bin. Das ist so einfach. Jetzt weiß ich nicht, ob das jedermanns Geschmack ist. Deutschrock, ich finde es richtig schön, aber das ist ja das Schöne an der Musik. Es gibt keine gute oder schlechte Musik, es passt alles, wenn man, wenn es auf den eigenen Geschmack geht. Also, CD haben wir auch und jetzt gehen wir mal auf die ganz modernen Medien. Ich stoppe jetzt ganz einfach mal die CD wieder. Wir nehmen sie wieder raus. Könnte die natürlich auch drin lassen, aber die schütze ich jetzt ein klein wenig. So, machen wieder zu und gehen jetzt mal, guck mal, hier wieder auf den Knopf. Und jetzt haben wir CD und jetzt sehen wir den USB-Mode. Sehen Sie das? Ja. Und jetzt brauche ich nur einen kleinen USB-Stick einstellen und lasse ihn laufen. Jetzt liest er das natürlich hier. Und jetzt können wir mal schauen. Das ist natürlich toll, ne? Also alle Optionen, die man hier hat, egal ob CD, egal ob Kassette, egal ob Schallplatte, alles können Sie abspielen. Also man hat wirklich alle Optionen. Das ist ja mega genial. Ja, und jetzt gehen wir mal zum Digitalisieren. Das könnte für viele ganz wichtig sein. Also gerade, wenn wir so eine Platte haben, zum Beispiel wie hier, Roy Orbison, die kommt nicht im Radio. Und ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo downloaden kann. Ich bin da sind die Jungen fit. Ich bin da nicht so fit im Downloaden. Also hören wir uns jetzt erstmal die Platte nochmal an. Wir gehen wieder auf Phono. Ein USB-Stick als Träger praktisch, den habe ich schon drin. Jetzt gehen wir wieder runter gleich und zwar, jetzt gehe ich aber erst auf Record. Guck mal hier und jetzt sehen wir hier, er macht fertig. Er sagt gleich Phono-Mode und jetzt hier Waiting. Und sobald er hier sagt, okay, also dieses Waiting verschwindet, ab dem Moment kann ich jetzt sehen, was USB. Jetzt blinkt er auch leicht, jetzt gehe ich mit dem Tonarm hoffentlich auf den Anfang. Bisschen zielen, aber das war auch so früher natürlich Kult, dass man genau den Anfang trifft. Ich habe ihn jetzt nicht getroffen, aber zum Vorzeigen reicht das natürlich aus. Und jetzt sehen wir hier an diesem USB-Blinken, dass das hier jetzt gerade live, während es läuft, digitalisiert wird. Und das ist jetzt natürlich ein Riesenvorteil. Erstens mal habe ich es dann für die Ewigkeit gesichert und ich kann es überall abspielen und bearbeiten. Das ist ja toll, ne? Also moderne Autos zum Beispiel haben einen USB-Stick. Jetzt nimmst du einfach nicht die Schallplatte mit ins Auto, das wäre ein bisschen schwierig, sondern den USB-Stick, auf dem du es digitalisiert hast.
ist natürlich, und ich mache noch mal ein bisschen leiser, weil das spielt für die Aufnahme eigentlich keine Rolle, ist natürlich auch ganz interessant bei Kassetten, ja, bei den ganzen Hörspielkassetten zum Beispiel. Das ist ja toll. Ich glaube, über viele Generationen wurden bei den Müttern, meist bei den Müttern, Hörspielkassetten gesammelt. Ja? Und zwar, ich weiß, meine Frau hatte schon als Kind Hörspielkassetten, die hat sie dann an meine Tochter weitergegeben. Mhm. Da kamen natürlich wieder welche dazu. Mhm. Und auch meine Enkelin, bloß hat es die schwer, die anzuhören, weil es fast keine Abspielgeräte mehr für MCs gibt. Und jetzt kann ich diese auch digitalisieren. Und wenn ich sie einmal digitalisiert habe, über alle modernen Medien abspielen. So, jetzt brechen wir hier einfach mal ab, die Aufnahme. Und zwar drücke ich hier auf Stopp. Achtung, dann sehen wir Stopp Ending Record. Und wir gehen jetzt natürlich auch aus der Platte raus, aber hören uns an, indem wir hier jetzt wieder auf den USB-Modus gehen. Jetzt zeigt er mir gleich, wie viele Lieder drauf sind. Und jetzt spielen wir die einfach ab. So, und jetzt können wir natürlich eins vorgehen. Achtung. Mal schauen, wie viel schon drauf war. Ich glaube, Nummer 5 war es jetzt. Das hier, das haben wir gerade digitalisiert. Achtung, am Anfang, siehst du, ich habe ein bisschen länger gebraucht, um zu treffen, aber das geht von ganz allein. Übrigens, wenn man das bei der LP macht, trennt er auch die Lieder automatisch. Ja? Das ist auch schön, da hast du ja 7, 8, 9 Lieder drauf. Die trennt er dann automatisch. Das ist ja clever, ne? Also eine ganz tolles Gerät. Und das haben wir jetzt gerade digitalisiert. Ja. Das war gerade nach oben auf der Schallplatte. Jetzt ist es digital. Und jetzt können Sie es ja überall mit hinnehmen. Man kann es ja dann auch vervielfältigen, ne? Richtig, natürlich vervielfältigen, bearbeiten. Du kannst es überall, du kannst es jetzt auch brennen auf eine CD, das könntest du auch machen. Super, sobald es oder? Digitalisiert ist, haben wir alle Möglichkeiten. Jetzt gibt es aber noch eine Möglichkeit, und gerade bei Musikkassetten und bei Platten war das oftmals der Fall, dass sie Störtöne drin haben. Mhm. Also aus welchem Grund bei Kassetten war es oftmals natürlich Bandsalat irgendwann mal. Und wenn das du diese stimmt, Stelle ja. wieder laufen lässt, hast du so ein Geeiere. Bei Schallplatten sind es oftmals kleine Kratzer, Staubkörner oder ähnliches, was ja den Charme von Schallplatten ausmacht. Aber wenn ich jetzt wieder den perfekten Sound auch bei den älteren Tonträgern haben will, dann bearbeite ich es einfach nochmal mit der beiliegenden Software hier, Audio Restaurator Pro 10. Das ist ein hervorragendes Programm, um eben Musikkassetten und Schallplatten auf besten Klang hier ein klein wenig hoch zu pushen, könnte man sagen. Die ist mit inklusive direkt, unsere genau. Software für Sie heute. Ja? Also Sie bekommen die Software zum... Soweit haben wir digitalisiert. Zum Bearbeiten, die Software zum Bearbeiten direkt heute mit dazu, zu unserer tollen Kompaktanlage. Und die ist brandneu hier bei uns bei Pearl TV. Also eine Kompaktanlage für die älteren Medien, sagen wir Schallplatten, Kassetten, auch wenn Sie noch viele CDs zu Hause haben, Sie können alles anhören und dann auch digitalisieren, wenn Sie möchten. Gerade die tollen Schallplatten, die wunderschönen Musikkassetten, die Sie haben, digitalisieren, dann auch mal im Auto hören zum Beispiel. Das macht natürlich richtig Spaß. Aber auch die ganzen neuen Medien, wir haben es gerade schon gesehen, alles anhören. Aber dann auch dieser Digitalisiervorgang, der hier möglich ist. Also eine unglaubliche Kompaktanlage. Und du hattest auch das Radio angesprochen. Richtig, auch das ist jetzt hier mit verbaut. Ja, wir kommen zu einem ganz wichtigen Punkt. Also ich habe in meinem Leben immer wieder neue Musikanlagen kaufen müssen. Erst Schallplatte, vielleicht so eine Kompaktanlage mit Kassette. Dann kam das nächste, CD. Mist, kein CD-Spieler. Also neue Anlage kaufen. Schallplatten hast du keine mehr bekommen, also CD. Dann kam der nächste Schritt, der jetzt erst vor kurzem, vor ein paar Jahren kam, das digitale Zeitalter mit USB, mit Bluetooth-Fähigkeit, wieder eine neue Anlage kaufen. Und jetzt hast du so eine komplette Anlage, aber nur mit FM-Radio, also mit analogem Radio. Und ich sage jetzt mal, in spätestens 5, 6 Jahren wird das analoge Radio abgeschaltet werden. Und dann will man trotzdem Radio hören, dann braucht man wieder ein neues Radio. Heißt, wieder der Punkt, wo man eine neue Anlage kaufen müsste. Hier haben wir alle Generationen, inklusive eben auch des Radios, analog und digital hier ineinander, miteinander vereint. Und es werden fast täglich mehr digitale Sender, weil auch die Radios natürlich wissen, die Radiosender, das digitale Zeitalter ist die Zukunft. Irgendwann wird es wie beim Fernsehen sein. Das wird natürlich noch ein paar Jahre gehen, aber da wird das analoge Radio einfach abgeschaltet. Da wird man nichts mehr bekommen. Und DAB Plus ist auch klangtechnisch die Zukunft. Sie erinnern sich sicher noch an den Unterschied von Schallplatte oder Musikkassette zu Ihrer ersten CD. Da sind wir mit offenen Ohren und mit offenen Augen
Sozusagen dagestanden und gesagt, was für ein Klangerlebnis. Ja? Mhm. So groß war dieser Unterschied. Und das ist das Gleiche jetzt nochmal vom analogen Radio zum digitalen Radio. Bei digitalem Radio spricht man eben von dieser wirklich tollen CD-Qualität, die hier über den Äther kommt. Und das ist eben die Zukunft, ganz, ganz klar. Vorteil noch am Digitalradio, ich bekomme jetzt also nicht nur die Musik, sondern im Display, das wir hier sehen, auch gleich noch viele, viele Zusatzangaben, also über den Interpreten, über den Radiosender, den ich gerade höre. Und das finde ich alles in allem richtig toll. Also du siehst die Generation von meiner Kindheit, Schallplatte, bis hin zum Neuesten, was jetzt eigentlich den Durchbruch gerade startet, Digitalradio, ist hier alles drin, inklusive Schallplatte, Musikkassette, CD, USB, SD, Bluetooth und das Ganze mit Fernbedienung und mit einer unglaublichen Leistung, einer Musikspitzenleistung von 100 Watt. Also ein tolles, tolles Gerät. Ist das genial? Also hier alles komplett für Sie, zusätzlich natürlich auch normales Radio und dann DAB+. Also genial, versandkostenfrei kommt diese Kompaktanlage mit allen Optionen und dieser Digitalisieroption natürlich auch zusätzlich zu Ihnen nach Hause. 208,91 €, der TV-Sonderpreis jetzt hier in dieser Live-Sendung für Sie, brandneu hier bei uns bei Pearl TV. Und da macht Musik hören wieder richtig Spaß. Ne? Also das ist das Schöne, so. Musik hören, das bestimmt ja unser Leben. Wollen wir noch mal reinhören? Was möchtest du jetzt hören? Starlight Express? Hör mal ein bisschen Kassette, hör mal ein bisschen Schallplatte. Was möchtest du hören? Ja, lass uns doch noch mal ein bisschen Kassette hören, also, und dann vielleicht noch mal so CD dann oder so. Das begeistert mich, dass man ja hier alles abspielen kann. Kassette, das ist immer so eine tolle Sache, das kennen wir wirklich viele gar nicht mehr. Deshalb Kassette ist super. Und dann können wir auch noch mal CD hören. Das ist ja das, dass man alle Optionen hat. Dass man das noch mal zeigen kann, was man hier machen kann. 208,91 €. Sie können jetzt bestellen. Versandkostenfrei innerhalb von 2 bis 3 Tagen bei Ihnen zu Hause. Die Stereo-Lautsprecher, diese tollen Holz-Stereo-Lautsprecher, sind im Lieferumfang mit dabei, natürlich, nur dass das nochmal geklärt ist. Und natürlich auch die Software heute für Sie, der Audio Restaurator Pro 10, ist im Lieferumfang mit dabei heute. Das heißt, Sie bekommen wirklich das gesamte Komplettpaket, alles inklusive. Was ich jetzt schön finde, ist, die Jungen von heute wissen das gar nicht mehr, wenn es um Kassette geht, da musste man noch Lieder suchen oder vorspulen. Und das kann man hier natürlich auch. Wir spulen mal vor, indem ich einfach die Auswurftaste ein Stückchen drücke, dann spule ich zum nächsten Lied. Die Älteren wissen das alle noch. Also heute bist du ja wirklich verwöhnt. Du tippst an und hast sofort das nächste Lied. Diesen Vorteil hatten wir früher nicht. Wir mussten wirklich manuell spulen. Und dann musste man immer, die Kassette musste man auch immer umdrehen. Ja, das können wir auch machen. Kennt man das gar nicht mehr, dass man umdrehen musste. Ja, beidseitig bespielt. Machen wir die andere Seite. Hören wir mal, was da ist. Natürlich auch. Dass man Kassetten umdrehen muss. Heutzutage, wenn du einem Kind, einem Kleinkind eine Kassette gibst, weiß gar nicht mehr mit der Kassette anzufangen wahrscheinlich. Also es macht einfach Spaß. Und ich muss sagen, Musik, also ich habe jetzt auch mal zu Hause geschaut. Ich habe ja alles noch, ein paar Kassetten. Ich habe CDs noch jede Menge, ich habe Schallplatten jede Menge. Aber die jetzt alles, oder das alles auf einer Anlage anzuhören. Und wenn man mal auf dem Smartphone ein tolles Lied hat, das man sonst nicht auf einem Medium hat, dann verbindet man einfach die Stereoanlage per Bluetooth. Und dann hört man es eben nicht mit den 0,5 Watt Lautsprechern auf dem Smartphone oder über Ohrhörer, sondern dann mit einer Musikspitzenleistung von 100 Watt. Das ist die Zukunft bzw. die Vergangenheit gepaart mit der Zukunft. Gehen wir nochmal durch. Schallplatte, egal ob mit 78, mit 45 oder mit 33 Umdrehungen. Musikkassette, und die läuft ja gerade, haben wir hier. Dann die nächste Generation war CD. Dann haben wir natürlich das Radio hier, und zwar DAB+. Plus als auch, da unten sehen wir es übrigens, FM, also UKW-Radio. FM ist nur die englische Bezeichnung fürs UKW-Radio. Und USB- und SD-Karte genauso als Speicher- und Abspielmedium, das ist auch wichtig. Digitalisieren können wir noch damit. Also hier bleiben wirklich überhaupt keine Wünsche. Kopfhöreranschluss sehe ich da auch gerade. Also Kopfhörer kann ich auch anschließen, wenn ich mag. Das ist natürlich auch immer schön, wenn man vielleicht den Partner oder die Partnerin nicht stören möchte, dann können wir den Kopfhörer anschließen. AUX-Anschluss haben wir gerade über dem Kopfhörer gesehen. Da kannst du jetzt noch MP3-Player oder sowas, die ja keine eigenen Lautsprecher haben, die kannst du jetzt über Klinke auch noch anschließen. Das geht
also auch noch. Was hier auch wichtig ist, du bist auch zukunftsorientiert ausgestattet. Gerade, also bei den Abspielmedien dürfte nichts anderes mehr kommen, aber radiotechnisch. DAB Plus hier schon integriert, phänomenal. Das ist natürlich toll, ne? 208,91 Euro, unser TV-Sonderpreis für Sie. Die bestellen immer die ZX1768 und die 569. Neu bei Pearl TV, unsere Kompaktanlage mit allen Optionen, auch mit der neuesten Radio-Option hier natürlich für Sie. Alles mit dabei, digitalisieren, sämtliche Medien abspielen. Das ist die Zukunft der Musik für Sie. Alt und neu, alles komplett. Ja, und jetzt hier bei Pearl TV, die neuen Produkte, die begeistern uns immer richtig. Ja, und Sie bekommen die ja jetzt zu den TV-Sonderpreisen. Das heißt, gleich in die Leitung gehen und bestellen und dann die Musik so richtig genießen.